Milka Dark Milk gibt's dieses Jahr nicht nur als Weihnachtsmann, sondern auch noch als kleine Schokoladenkugeln. Diesmal mit der Sorte Kakao-Mandelcreme und mit mehr Schokolade. Wir schauen mal, ob die beiden was können und ob es sich lohnt. Willkommen bei der Foodschau. Ja, jetzt im Vorspann gesehen. Dark Milk von Milka, mal wieder was Neues. Ja, die haben jetzt ihre Dark Milk Schokolade einfach in weihnachtliche Schokoladenkugeln geknallt. Ist das eine Innovation? Ja, es ist so ein bisschen das Dark Milk Oreo Style. Wir machen jetzt einfach alles, was wir sonst früher auch gemacht haben, nur mit der neuen Sorte. Ja, brauchen wir nicht weiter drüber reden, ne? Das ist halt so ein Thema, ist immer für sich okay, aber es gibt Dark Milk Schokolade, es gibt den Dark Milk Weihnachtsmann. Der muss ich sagen, der ist aber auch sehr gut, der Dark Milk Weihnachtsmann. Ob man jetzt zusätzlich nochmal die Kugeln braucht? Sehen wir gleich. Was haben wir? Es gibt einmal die Milka Dark Milk Kugel mit mehr Kakao. Das ist ja die Milchschokolade mit mehr Kakao. Es ist also keine zarte Bitterschokolade, sondern nur eine Milchschokolade mit höherem Kakaoanteil. Darum Dark Milk, also dunkle Milch. Kalorien 562 hat die Version. Und dann gibt es noch die Milka Dark Milk mit Mandelcreme. Da ist also die Mandelcreme noch ein bisschen mehr drin oder mehr präsent. Hat 562 Kalorien. Ja, Zutaten sind typisch Milka. Also das ist halt wie immer, obwohl ich sagen muss, warte, nicht wie immer, oder? Ja, doch, da ist Palmöl. Ich dachte, da ist kein Palmöl drin. Sah erst so aus, aber doch ist drin, weil vorne stand erst Rapsöl und ich dachte, sie haben echt das Palmöl mal ausgetauscht. Aber nein, haben sie nicht. Ja, ihr geht jetzt in die Nahaufnahme, guckt euch die beiden Kügelchen mal an. Ich kann euch sagen, eine kleine Überraschung gibt es auf jeden Fall, weil man denkt, ja, es ist eine prall gefüllte Kugel oder wenigstens eine gut gefüllte Kugel. Ah, 50-50. Warum genau, seht ihr jetzt in der Nahaufnahme. Darum, bis gleich. Und wie schauen die Kugeln aus? Es wird uns ja so eine halbe Kugel versprochen, wo dann schön die Creme drin ist. Ja, das ist auch wirklich so, wenn man sie genau in der Hälfte durchschneidet. Nur das Problem ist halt, in der anderen Hälfte ist gar nichts drin. Das ist wirklich nur in eine Hälfte reingespritzt, in der anderen ist der Deckel nur draufgesetzt. Und das war jetzt kein Zufall, also das war jetzt hier diese Version. Wenn wir jetzt uns die mit Kakaocreme ansehen, ist das genauso. Also hier war nur ein Tück. Dann ein Müh mehr mit drin, aber ihr seht, ich habe das jetzt hier nicht ausgekratzt, sauber kriegt man das ja gar nicht hin. Also, das ist so ein bisschen schade beim Draufbeißen, dann hast du halt so einen kleinen Hohlkörper auf einer Seite. Ja, und das ist halt die Creme. Sieht man nicht viel. Zutaten, Nährwerte zeige ich euch jetzt hier. Und hier einmal von der anderen Version. Und jetzt gehen wir rein und probieren die Kugeln mal. Und ihr seid wieder da. Ja, ihr habt es gesehen. Ne? Ich finde es ein bisschen komisch, also mit den Kugeln, dass halt wirklich beide Hälften von einer Seite nicht gefüllt sind. Es ist wirklich nur eine Seite gefüllt, dann ist der Deckel draufgesetzt worden und dann wurde das halt ein bisschen warm gemacht, damit das zugeht. Aber da hätte man doch an beide Seiten was machen können und dann zu. Also finde ich immer so ein bisschen schade. Das ist so eine Kleinigkeit, das merkst du erst, wenn du es aufschneidest, sowas testest, du siehst das dann, ob es der Verbraucher mitkriegt, weiß man nicht. Aber ist schon ein bisschen schade, gerade wenn, es gibt ja Leute, ich weiß nicht, ob ihr das macht, schreibt es mal in die Kommentare, ich habe da auch Leute im Bekanntenkreis, wenn so eine Kugel hier so ist und du siehst hier diese Naht, kenne ich ganz viele, die wirklich auch so abbeißen, damit sie genau die Naht aufbrechen. Weiß nicht, ob ihr das macht. Und dann hast du natürlich das Problem, du hast Creme und im anderen hast du keine Creme. Wer das nicht macht, der hat natürlich fast immer Creme. Wir gucken mal. Das ist jetzt die Version Dark Milk ohne Mandel. Also das ist einfach nur die normale Dark Milk Kugel. Wow. Die Creme ist aber nicht cremig, die ist richtig fest. Ja. Das ist nix. Also, das ist einfach nur süße Milka mit etwas kräftigem Kakaoanteil, den du leicht herb merkst. Das hat aber nichts mit leckerer Zartbitter zu tun, aber auch nicht mit leckerer Vollmilch und noch dazwischen Ding dazwischen ist scheiße. Also, das ist eine Kugel, die brauche ich nicht. Die würde ich jetzt einmal probiert und danach nie wieder. Also die gehen jetzt so eingeschweißt, die schweiße ich jetzt gleich zu. Oder ich schmeiße sie in Gewinnspielboxen. Mal gucken, ich wollte eh jetzt ein Gewinnspiel die Tage machen. Vielleicht läuft das Gewinnspiel auch schon. Dann kann ja sein, dass ich die Kugeln einfach so mit reinwerfe.
in ein paar Boxen, damit die ein bisschen voller werden, weil es sind ja einzeln verpackt, die Teile. Und dann kann die irgendeiner probieren. Der und freut sich, wenn die da mit drin sind, weil ich habe hier, glaube ich, so 4 oder 5 Gewinnspielpakete, die jetzt rausgehen die Tage. Oder schon rausgegangen sind. Ihr müsst halt meine Kanäle ein bisschen beobachten. Also es kann nicht sein, dass ich nicht auf YouTube mache, sondern auf Instagram oder auf TikTok. Das ist halt immer so, wenn du mehrere Kanäle betreust, ist das immer relativ schwierig. Aber es wird auch bald mal wieder ein reines YouTube-Gewinnspiel geben. Also da muss man sich keine Sorgen machen, wenn wir hier 5000 Follower haben zum Beispiel, da könnten wir mal wieder ein reines YouTube-Gewinnspiel machen. Ja. Mandelcreme und Crisp. Ich bin heute echt durch mit Sprache und ich muss heute noch meine Food News drehen, fällt mir noch ein. Ich habe gerade diesen Bilger hier getestet und das ist nicht die Mandelcreme und Crisp, das ist die Mandelcrisp. Nicht die deutsche, sondern eine französische. Auch sehr interessant. Das Video solltet ihr euch mal anschauen. Einer hat der Milka-Hits für mich, muss ich wirklich sagen. Aber jetzt probieren wir erstmal diese Mandelcreme, Dark Milk, irgendwas. Die ist viel, viel weicher, warum auch immer. Aber die Kombination schmeckt nicht. Also die Kombination aus Mandelcreme, also die scheint so ein bisschen mehr cremig reinzubringen, aber die Kombination mit der Dark Milk ergibt sich nicht schlüssig im Mund, warum auch immer man das möchte. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat beim Milka, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer positiv durchgewunken hat, weil der Geschmack der Mandel ist präsent, wird aber sehr herb von der Dark Milk überdeckt. Und jetzt habe ich so einen süß-herben Geschmack nachträglich im Mund. Nicht lecker. Also beide Versionen sind für mich enttäuschend. Also Dark Milk ist eine gute Idee von Milka. Das funktioniert auch ganz gut. So diese mit Kakaonips und so, die fand ich auch gut. Und wie gesagt, der Weihnachtsmann finde ich auch sehr gut gelungen. Aber diese Kugeln sind totaler Schwachsinn und schmecken nicht. Sorry. Das ist wieder so ein bisschen blödsinnig entwickelt. Und da hätte man das irgendwie anders konzipiert. Oder eine andere Füllung. Macht doch von mir aus Dark Milk Kugel mit einem schönen weihnachtlichen Kern drin. So eine Milchcreme mit Zimt. Warum geht das nicht? Frag mich das nicht mal. Das macht keiner irgendwie. Milchcreme mit Zimt. Oder macht ein bisschen weiße Schokolade mit Zimt rein und rumrum noch mal ein bisschen Dark Milk. Einfach nur, um dieses Flair mit reinzukriegen. Aber das hier mit dieser Creme, Schwachsinn. Beide Produkte kann ich gleich bewerten, muss ich sagen. Dann brauche ich keine Einzelnoten geben. Beide kriegen von mir eine 1,5 von 5. Also 1,5 von 5, mehr würde ich es nicht geben. Eine 2 ist schon fast zu gut. Eine 1,5 ist noch so grenzwert. Man, wie gesagt, man kann es einmal essen, so eine Kugel, und stirbst davon nicht. Aber es ist halt kein leckeres Weihnachtsschokoladenfeeling, Knusperkugeln oder sonstiges. Enttäuschend, lege ich euch nicht ans Herz. Gibt es aber, wie gesagt, ab sofort im Handel diese Saison 2020. Könnt ihr gerne ausprobieren. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es schon probiert habt, ob ihr sie lecker findet. Ich finde es sehr, sehr enttäuschend im Verhältnis zu dem, was es sonst so gibt, oder den anderen, muss man sagen, Milka-Kugeln, die an sich ja auch nicht schlecht schmecken im Verhältnis, aber auch nicht der Knaller sind, aber die sind wirklich gar nichts. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen, ich hoffe, die Meinung hat euch wieder gefallen, dass es wieder sehr ehrlich war, offen, da lege ich ja großes Wert drauf, großes Wert, scheiße, ihr wisst, Sprache klappt heute nicht. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder, danke fürs Zuschauen, bis bald, ciao, euer Bob, und schaut nochmal, falls das Video schon online ist oder die Tage kommt, wegen dieser Milka-Schokolade. Ciao.